Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. There are places where nothing ever seems to change. But here, nothing is what it seems. He saw it. Something came out of the sky. A meteor or something. No one believed it. Don't be talking about things you don't know nothing about. Tastes funny. It makes vegetables taste weird. There's nothing wrong with the water. It's making you sick. Can't you see that? Now, there's no way to stop the curse. It has come from the heavens, but what it has brought is hell. Will Wheaton of Stand By Me must stand alone against The Curse. A film by David Keith from a story by H.P. Lovecraft. Kurz nachdem der aufgeweckte Farmerjunge Zack seine Mutter bei einem Seitensprung ertappt hat, landet ein großer Meteorit hinter dem Farmhaus der frommen Familie in Tennessee. Ein Zeichen des Herrn? Jedenfalls übt der Himmelskörper Einfluss auf alles Leben in der Umgebung aus. Wenn auch keinen guten. Das Vieh verhält sich aggressiv und zeigt Symptome einer Erkrankung. Tomaten, Äpfel und Kürbisse reifen binnen kürzester Zeit zu überdimensionaler Größe heran. Doch wer davon nascht, vergiftet seinen Körper und Geist. Der Wahnsinn treibt grausige Blüten. Ein Familienmitglied nach dem anderen verfällt den Früchten des Grauens. Der Fluch ist stärker als 1000 Stoßgebete. Nur Zack verspürt Kraft und Hoffnung in sich, der entarteten Natur zu trotzen. Kann er seine Familie und die ganze Erde retten? Nach gut 25 Jahren auf dem Index kehrt The Curse dank Wicked Vision zurück in die Öffentlichkeit und vielleicht findet auch dieser Lovecraftsche Videothekentitel ein neues Zuhause in eurer Sammlung. Denn The Curse aus dem Jahr 1986 bietet ein Derivat, wie man es nur in der goldenen Ära der 80er Videostores finden konnte. Hier ein bisschen Lovecraft, da etwas von Hoopers Poltergeist, vielleicht noch eine Prise The Gate, die Unterirdischen, und als Topping noch etwas Lamberto Bava und Lucio Fulci. Letztgenannter war auch ausführender Produzent und sorgte dafür, dass aus The Curse eine internationale Produktion wurde. Was sich für mich in der Betrachtung zwar etwas schwierig gestaltete, aber dazu komme ich noch. Zurück zur internationalen Produktion. Die Außenaufnahmen entstanden in den Tellico Plains, Tennessee, sowie in Teilen von Atlanta im Bundesstaat Georgia. Die Effekt- und Studioszenen wiederum wurden in Rom gedreht. Und so setzt sich auch das Team sowohl aus Amerikanern wie auch Italienern zusammen. Sei es die Musik von Franco Michalisi, die Kameraarbeit von Roberto D'Avanzanti oder der Schnitt von Claudio M. Cutri. Der Cast selbst ist rein amerikanisch aufgestellt, wobei Will Wheaton, der ein Jahr zuvor mit Stand By Me Berühmtheit erlangte, und Claude Akins, Rio Bravo, der Tod eines Killers, hervorgehoben werden sollten. Der restliche Cast und Stab am Set sind alte Bekannte, deren Gesichter man sofort erkennt, aber irgendwie nicht richtig zuordnen kann. Zum Beispiel Malcolm Denary, der in The Curse den debilen Redneck-Stiefbruder von Will Wheaton, a.k.a. Zack, verkörpert. Diesen kennen genreaffine Filmliebhaber aus Werken wie Carpenter's Christine oder als Dr. Mendel Craven in Independence Day. Darsteller Cooper Huckabee, der hier den Landarzt mit Gewissensbissen spielt und in diversen großen und kleinen Produktionen wie Gettysburg, Space Cowboys oder Django Unchained zu sehen war, sollte nicht unerwähnt bleiben. Und die Liste ließe sich mühelos fortsetzen, aber das würde natürlich den Rahmen sprengen. Drum kommen wir zu den Qualitäten und den Abzügen in der Haltungsnote. The Curse ist das Regiedebüt von David Keith, den man eher als Nebendarsteller für recht populäre Stoffe kennt. Wer Filme wie Brubaker, Der Feuerteufel oder Ein Offizier und Gentleman gesehen hat, dem wird Mr. Keith garantiert schon aufgefallen sein. Er ist also kein Unbeleckter, was das Filmbusiness angeht, und wahrlich, The Curse hat seine Qualitäten. Beziehungsweise
kann mit einigen Einstellungen aufwarten, die toll in Szene gesetzt wurden. Mir ist besonders eine Szene in Erinnerung geblieben, die vielleicht viele für belanglos halten, aber so schön arrangiert und fotografiert wurde, dass ich mich glatt verliebt habe. In dieser besagten Einstellung begibt sich Mutter Frances, gespielt von Kathleen Jordan Gregory, in den Gemüsegarten der Farm und bestaunt die üppigen Früchte, die prall, saftig und schwer an den Sträuchern hängen. Pflückt diese und setzt sich zwischen ihnen. Eingerahmt zwischen saftigen Früchten, einem perfekten Himmel und strahlender Sonne, kitschig im ersten Moment, aber dank der Ausleuchtung und Farben erinnert es eher an die surrealen Blumen des Bösen in Invasion of the Body Snatchers oder die Blumenladenszene in Hitchcocks Vertigo mit Darstellerin Kim Novak. Ein entrücktes Gefühl tritt ein, zu perfekt, um wahr zu sein. Und wenige Augenblicke später folgt dann auch schon die Ernüchterung, als Frances die Früchte putzt und feststellen muss, dass diese nur äußerlich perfekt scheinen und im Inneren wurmstichig ausfallen, um es milde auszudrücken. Purer Ekel als Klatterbruch in der Szenerie. Und da komme ich auch schon zum ersten Makel im Film. The Curse fühlt sich nämlich an, als ob man es mit zwei Filmen zu tun hat. Wobei die Amis auf einen wohligen Drive-In-Horror setzten, ganz im Gegenteil zur italienischen Crew, die lieber mit der Faust auf den Tisch knallt und mit grafischem Horror der 80er im Stile von Bava's Demons oder Fulcis Haus an der Friedhofsmauer protzen wollten. Und so wechselt der Film permanent zwischen amerikanischem Idyll und italienischer Blut- und Madenplatte hin und her. Das Budget für The Curse umfasste gut 4 Millionen US-Dollar, was heutzutage etwa 8 Millionen entspricht. Und es würde mich brennend interessieren, zu welchen Teilen amerikanisches und europäisches Geld in diese Produktion floss und wie es zu dieser Unstimmigkeit in der Inszenierung kam. Aber wie dem auch sei, The Curse bietet solide Horrorkost passend zur Videotheken-Ära. Nicht mehr und nicht weniger. Und bis vor meiner Erstsichtung vor einigen Tagen war mir der Titel nicht geläufig. Jedoch die literarische Vorlage. Diese stammt aus dem Jahr 1927 und hört auf den Namen The Color Out of Space vom Schöpfer des kosmischen Horrors, Howard Phillips Lovecraft. The Curse stellt die zweite Verfilmung dieser Kurzgeschichte dar und bleibt in einigen Punkten trotz der modernen Überführung gut am Original. Allerdings ist es auch hier den Italienern zu verdanken, dass Lovecrafts etabliertes Schema des namenlosen Schreckens im Dunkeln, das sich der Leser selbst imaginieren soll, mit Dämonen-Make-up und Furunkeln ad absurdum geführt wird. Das lässt einen erstmal ratlos zurück und schafft es dennoch im letzten Drittel des Films mit einigen wirklich sehr schicken Mating-Effekts wieder zurückzuholen. Wie ihr hört, The Curse ist weder Fisch noch Fleisch. Mich persönlich hätte die amerikanische Variante ohne das fantastische Element mehr gereizt. Vielleicht hätte man so eine Art Horror-Drama à la The Exorcismus of Emily Rose draus machen können. Sprich, widerfährt der bibelfesten Familie der Zorn Gottes bzw. pures Teufelswerk, verpackt in Albträumen und Visionen, oder sind es doch die toxisch verunreinigten Nahrungsmittel und das Wasser, das Flora wie Fauna durchdrehen lässt? Ja, das hätte mir so viel besser gefallen. Doch sei es drum. Mein Fazit. The Curse ist garantiert kein Meisterwerk des Horrorgenres und bestimmt nicht die beste und werkgetreueste Umsetzung von H.P. Lovecrafts Kurzgeschichte. Allerdings schafft es Keith, die Stimmung einzufangen und mit den eingehend erwähnten Versatzstücken vertrauter Genrekost auf einem Niveau zu halten. Für Videonasties und 80s B-Horror-Liebhaber kann ich eine gute Empfehlung aussprechen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass Wicked Vision eine tadellose HD-Abtastung liefert. Und zudem punktet das schmucke Mediabook mit einem 24-seitigen Essay von Christoph N. Kellerbach und einem sehr unterhaltsamen wie auch informativen Audiokommentar von Dr. Gerd Naumann, Matthias Künicke und Christopher Kläse. Also, wer jetzt Lust bekommen hat, der sollte sich dringend dranhalten, denn das gute Stück ist wie immer streng limitiert.